Servus Leute, hier ist der Reset und willkommen zurück zu Corpse Party Rebuild. Jo. Und ich zocke einfach mal weiter hier. Und ich habe auch wieder nachgeschaut, was ich machen muss. Wobei, wo ich es nachgeschaut habe, habe ich ein bisschen was in einer anderen Reihenfolge gemacht. Also kann ich jetzt nicht direkt sagen, dass ich mir sicher bin, ob ich alles richtig mache. Aber es sollte eigentlich nicht so scheiße laufen. Ich hoffe bloß einfach, dass ich nichts komplett verkacke oder vergesse. Ja, die Halle hat sich verlängert. Hinter dem frischen Blut kann ich einen Spalt in der Wand sehen. Und dafür nehmen wir den Schalter und kommen hier hinter. Die Musikhalle des verdorbenen Fleisches. So, soweit habe ich es auf jeden Fall schon mal gesehen. Weiter dann nicht wirklich. Sei vorsichtig. Ein kleiner Fehler könnte jemanden töten. Das ist eine Frauenstatue und sieht aus, als würde sie etwas in der Hand halten. Das ist eine männliche Statue. Sieht aus, als würde sie etwas in der Hand halten. Da würde etwas in ihre Hand gehören. So in die Richtung. Also fehlen zwei Sachen. Der verschwindet einfach. Und hier hinter kann ich nicht. Da ist ein Bild von irgendwem, hängt da dran. Ich bin mir nicht sicher, aber das könnte dieses Geisterhörnchen sein. Ja, ich kenne die Story vom normalen Corpse Party. Das habe ich mir schon zweimal angeschaut in Let's Play. Also von zwei verschiedenen Let's Playern. Aber von dem Game habe ich es noch von keinem ganz gesehen. Drum weiß ich nicht, wie die Story hier ist. Sie ist ähnlich, aber sie ist auf jeden Fall unterschiedlich. Hier kann ich nicht rein. Und es hört sich auch so, weil ich hier sogar schon mal drin war. Das wusste ich nicht mehr. Und ich habe ein Longboard. Das habe ich auch nicht mehr gewusst. Weil hier ist nämlich... Okay, das hat keinen Sinn. Ich bin an der falschen Stelle. Ah, hier war vorhin mal zu, das habe ich dann auch noch in dem Video gesehen. Aber ich muss das Longboard nicht hier, sondern hier benutzen. Und kann das hier drüber legen. Ja, ein Longboard. Nur den Insanator, was auch immer das ist, weil ich es nicht gegoogelt habe, benutzen dürfen, die Lizenz dazu haben, dürfen ihn auch benutzen oder irgendwie sowas. Jetzt versagen meine Kenntnisse im Englischen. Geh einfach hier mal weiter. Jemand hat ein kleines Stück Papier hier liegen lassen. Es sieht aus, als wäre es eine weibliche Handschrift. Brief 03. Auf der Erde. Ich kann es jetzt natürlich nicht ganz genau übersetzen, weil es ein halber Satz ist. War keine Ahnung. Irgendwas mit auf der Erde ist das Geheimnis oder so. Also what on earth is the secret? So in Bezug auf was zur Hölle ist das Geheimnis. Ja, es gibt eine Menge von ihnen, aber ich denke... Ah, oh, geiler Brief. Poster im... Finde die 10 Briefe. Geil. Irgendwas passt hier aber nicht in diesem Raum an sich.
weil hier die Tafel zum Beispiel schon am Boden flackt. Kann ich das Brett nehmen? Wieder ein Longboard. Kann man auf jeden Fall brauchen. Ne, es sieht nicht so aus, als wäre hier noch was. Oh Gott. Ich schaue ich erstmal davor. Richtung. Für sowas brauche ich ein Longboard. Man hat ein kleines Stück Papier verloren. Es sieht aus wie eine weibliche Handschrift. Ruhig 04. Du musst sie in einer bestimmten Reihenfolge drücken. Wenn du weißt, was du drücken musst, sag es mir. Okay. Als erstes drückst du den ganz rechten. Okay. Meine liebe Schwester. Mir geht es nicht so gut. Der grüne Boden schneidet mir in die Beine. Schneidet in deine Beine. Laufe nicht auf ihn. Bitte, bleib am Leben. Such nach dem, was ich zurückgelassen habe. Es gibt viele Geister in dieser Schule. Genau wie Menschen. Es gibt es gute und es gibt schlechte. Du kannst es von ihrer Farbe ablesen. Die guten haben eine blasse blaue oder grüne Farbe. Die böse sind, haben ein leuchtendes Rot. Es tut weh. Liebe Schwester, ich bin so allein. Ich will hier nicht allein sterben. Ich habe so viel Angst. Okay, weiter kann man nicht lesen. Ja. Ich speichere einfach nochmal. Wieso 2 minus 9? Warum ist da 2 minus 9 dran? Das ist ein Raum. Was zum Teufel? Das war sicher vorhin nicht da. 2-9. Auf keinen Fall, das ist... Klassenzimmer 1-2. Okay. Was sagt der? Kommt er wieder, wenn ich rein und raus gehe? Ach so, ich muss oben raus und unten rein. Kann das sein? Yep. Ich versuch's einfach mal, wenn er uns random wohin tut. Wo sind wir jetzt gelandet? Wieder am Anfang. Kann man hier irgendwo nachlesen, welcher Raum das ist? Ich hab's auf jeden Fall geschafft, gerade zum Start zurück teleportiert zu werden. Geil. Geil. Wissenschaftslabor, da will ich aber nicht hin. Ich muss gerade schauen, ob 2-9 da oben ist. Der zweite Stock. Das ist ihr Klassenzimmer. Das ist nicht gut. Wir können nicht rein. Was sollte dieses in Blut geschriebene 2-9 vorher bedeuten? Vielleicht hat es dieses Zimmer bedeutet. Ich weiß es nicht. What?
Schwarz-Weiß. Shinzaki, bist du in Ordnung? What the fuck just happened? Es ist hell. Was passiert gerade? Ist es echt oder eine Täuschung? Das ist. Unser Klassenzimmer. Es ist unser Klassenzimmer. Ernst jetzt? Wie? Schau mal her, mein Tisch. Ja, wir sind endlich zurück. Ich frag mich, was die anderen machen. Ich frag mich, ob sie wirklich zurück sind oder das Fake ist. 90%, dass es Fake ist. Was sollen sie hier machen? Sie haben ja gar keine Chance, was zu machen. Ich wette, ich hätte die Hilfe von den anderen beiden gebraucht. Es fehlt einfach. Ich wette, die anderen zwei hätten hier was holen müssen. Und ich habe gerade verkackt. Hä? Ich blick's nicht. Ja, bei den anderen wäre noch was machbar gewesen. Oh, oh, oh. So, hier geht auf jeden Fall mal gar nichts. Ups. Also, ich muss zurücklaufen. Oder ich wechsle wieder. Ja! War das Shinzaki? Was ist gerade passiert? Es war klar, dass es fake ist. Was ist hier los, Shinzaki? Kishinuma! Bist du in Ordnung? Ja! Hä? Ah! Oh Gott. Wer zum Teufel bist du? Es war ein regnerischer Tag nach der Schule. Genau wie dieser hier. Ich liebte es, aus dem Fenster zu schauen und dem Regen beim Fallen zuzusehen. Von was redet sie? Denkst du, ich weiß das? Es waren friedliche Tage. Als jeder heimging, und ich allein war. Ich konnte nicht wirklich gut mit Leuten umgehen. Ich hatte ein paar Freunde. Die meiste Zeit war ich allerdings allein. Aber das hat mir nichts ausgemacht. Ich wollte allein sein. Ah, ich liebte das Alleinsein. Ich wollte das so haben. Dieser Feigling. Erst beleidigt sie ihn,
Dann sagt sie, dass es keine Ahnung. Keine Ahnung, keinen Bock gehabt zu lesen. Wie immer, war ich allein. Hab dem Regen beim Fallen zugeschaut. Aus dem Korridor. Und auf einmal habe ich meinen Lehrer aus der Distanz gehört. Ich mache mir Sorgen über dich, hat er gesagt. Mit einem freundlichen Gesicht. Er hat mit mir geredet, als er mir näher kam. Es war so ein friedlicher Tag. Der Ton des Regens, als er gegen das Gebäude fiel, war himmlisch. Der Tag wäre perfekt gewesen, außer diesem Mann, der auf mich zugelaufen ist, bis seine Lippen nahe an meinen waren. Ich war geschockt. Der Mann hat mich, das sollte ich eigentlich wissen, aber ich weiß es nicht mehr, embraced. Dann hat er angefangen, seine Hand überall über meinen Körper zu reiben. Geschockt habe ich in sein Gesicht geschaut. Es war flach, hässlich und durcheinander. Natürlich habe ich versucht, seine Hand abzuschütteln und wegzurennen, aber er hat meinen Arm gegriffen und wollte nicht mehr loslassen. Nein, stopp, lass mich gehen, Lehrer. Nein! Rape. Komm schon, du bist hergekommen, weil du es tun wolltest, oder? Verarsch dich nicht selber. Ich werde es jedem erzählen. Du wirst nie wieder jemanden etwas lernen können. Ist das, was du willst? Los, geh und versuch es. Du hast keine Freunde. Denkst eine, Moody. Oh Gott. Mein Englisch. Denkst, ein Mädchen wie du könnte mir etwas anhaben? Denkst, jemand würde zu einem pathetischen Mädchen wie dir, würde einem pathetischen Mädchen wie dir zuhören? Oh Gott, unnötige Szene, unnötig lang. Grauenhaft. Du bist grauenhaft, grauenhaft, grauenhaft. Das Schlimmste, das es gibt. Warum sagst du das? Bin ich eine schlechte Person? Habe ich etwas falsch gemacht? Selbst wenn ich eine schlechte Person bin. Selbst nachdem du dich mir aufgedrungen hast. Was gibt dir das Recht, das zu sagen? Uah, keine Ahnung, was passiert. Ich habe den Faden verloren. Tut mir leid. Ich bin etwas zu weit gegangen. Lass mich hier entschuldigen, okay? Das war, glaube ich, jetzt er. Nichts Großes, oder? Lass mich deine Tränen wegwischen. Bleib von mir weg. Bleib zurück. Wenn du noch näher kommst, dann werde ich... Ich werde springen. Ich werde sterben. Übersetze ich mal nicht. Du dumme... Weiß Gott was. Nein, bleib zurück. Genug mit dem... Ich weiß gar nicht, ob es dafür ein deutsches Wort gibt. Nomen von theatralisch. Komm hier runter. Nein! Hat sie Selbstmord begangen wegen ihm, weil er sie misshandelt hat? Ja, hat sie. Ich bin gestorben. Ich habe mein
Ich bin ausgerutscht auf der Kante des Korridors im dritten Flo im dritten Stock. Der Lehrer, geschockt nach dem, was passiert ist, set out to conceal my body, ist nach draußen gegangen, um meinen Körper zu finden oder irgendwie sowas. Ah, zu verstecken. Wie auch immer. Während er versuchte, meinen Körper zu verstecken, ist er in den Rektor, auf den Rektor getroffen. Er hat gar nicht versucht, sich zu retten. Er hat es jedem gestanden. Der Lehrer, der Rektor. Ah, er hat es ihm gestanden, dem Rektor. Hat alles gestanden. Der Lehrer hat entschieden, dass es das Beste für die Schule wäre, wenn er verstecken würde, was passiert ist. Und wegen dem starken Regenfall war an diesem Tag keine Person in der Nähe, um sie zu sehen. Grauenhaft convenient, keine Ahnung, leichtgläubig für diese Degenerierten. Oder irgendwie sowas. Oder ich übersetze einen Scheiß, das kann natürlich auch sein, weil ich so gut in Englisch bin. Ich wurde tief in der Schule vergraben, im Keller, unter den Bodenbrettern. Ich wurde als vermisst gemeldet. Und irgendwann hat jeder mich vergessen gehabt. Grauenhaft. Ist das nicht grauenhaft? Sagst du, dass diese Geistergeschichte wahr war? Was hat das mit uns zu tun? Soll das heißen, du bist diejenige, die uns hergebracht hat? Das stimmt. Willst du mich verarschen? Warte, es gibt etwas, das ich dir erzählen muss. Es gibt eine zweite Seite von mir. Von was redest du? Normalerweise kann ich nicht in den Himmel kommen. Ich konnte nicht, konnte den Schritt nicht machen. Ich verfluchte den Lehrer. Ich habe ihn verflucht und verflucht und verflucht. So ist es besser. Mit der Zeit habe ich angefangen, die ganze Welt zu hassen. Die ganzen Menschen, die fröhlich durch ihr Leben gehen und nie das wahre Leiden erfahren. Gefangen in der Schule, unmöglich in den Himmel zu kommen, habe ich ihre sorglosen Leben beobachtet. Mein Hass ist gewachsen und gewachsen, bis ich plötzlich eine Last von mir genommen fühlte. Das war, als mein Geist sich aufteilte. Ich weiß nicht, was Resentment heißt, also lese ich es nicht. Meine andere Hälfte ist die mit Hass. Ah, okay, sie hat dem Menschen vergeben und die andere Hälfte hat Hass. Sie ist diejenige, die diese Dimension erschaffen hat. Und hat angefangen, Leute zufällig in ihnen erscheinen zu lassen. Ihr Hass ist so stark, dass ich nichts dagegen machen kann. Aber aus einem Grund sind ihre Kräfte in letzter Zeit zurückgegangen. Ich habe es geschafft, euch beide zurückzubringen. Ich verstehe, aber ich habe eine Frage. Kannst du die anderen auch retten? Ich flehe dich an. Kannst du das tun? Es tut mir leid, ich kann es nicht. Warum nicht? Sie sind zu nahe bei ihr. Ich kann ihre Sphäre des Einflusses nicht. Ich kann ihre Sphäre nicht beeinflussen.
obwohl ihr beide verbunden seid? Es tut mir leid. Dann was zur Hölle können wir tun? Was können wir tun, um sie zu retten? Das. Bitte, sag uns, wie wir sie retten können. Es gibt nur einen Weg. Verrat ihn uns. Ihr müsst zur Schule zurück und meinen Körper ausgraben. Dann können wir beide in Frieden ruhen. Wir müssen dahin zurück? Ich würde es euch nicht empfehlen. Wenn ihr wieder zurückgehen würdet, kann ich euch beide nicht wieder in diese Welt zurückretten. Aber wenn wir nichts tun, wird Moshida sterben. Kishinuma? Schwierige Entscheidung. Lass uns sie retten. Ja, wir werden gehen. Okay, lass uns zurückgehen. Wir werden sie... Wir werden auf jeden Fall deine Seele befreien. Seid ihr sicher? Wenn ihr das wirklich wollt, sende ich beide euch von euch zurück. Überlasst es uns. Komm schon, lass uns gehen. Danke. Danke vielmals. Und dank euch. Schwarzer Bildschirm. Es tut mir wirklich leid. Bitte versucht euer Bestes. Sieht aus, als wären wir in einem Stück. Lass uns Satoshi und Satoshis Gruppe finden. Hey Kishinuma, was ist los? Danke, dass du mit mir kommst. Ich weiß, dass du es nicht wolltest, weil du so ein Feigling bist. Like hell I am. Zum Teufel bin ich das. Du bist nur eine Eiskönigin, was auch immer, oder Eisprinzessin. Ich wünschte, das könnte wahr. Ich wünschte, das wäre wahr. Aber in Wirklichkeit habe ich hier wirklich Angst. Komm schon, lass uns gehen. Jo, und dann würde ich sagen, war's das für den Teil. Ich hoffe, dass er euch gefallen hat. Wenn er euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen, ein Abo da lassen oder das Video zu einem Favoriten hinzufügen. Ja, und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Teil von Corpse Party Rebuild wiedersehen. Servus, Leute.